Die Kunde der heranrückenden Streitkraft verängstigte Jakob, und in Furcht davor, Gott könnte ihn in Esaus Hände geben, fing er an zu beten. Nachdem Jakob allein verblieben war, kämpfte er die ganze Nacht über mit dem Gottmenschen in Pniel. 1. Mose 32, die Verse 24 und 25. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Dieses nächtliche Ringen Jakobs mit dem Elohim Esaus entspricht dem Todesringen Jesu im Garten Gethsemane, als er den Vater um Bewahrung anflehte. Jesus focht einen Todeskampf aus, als er dort seiner Anpfahlung, also seiner Kreuzigung, entgegensah. Er war allein, als er Gott inbrünstig darum bat, ihn zu behüten. Da das griechische Wort für Ringer, Agon, Todesringer bedeutet, darf angenommen werden, dass Jesus Gott darum bat, nicht in Gethsemane sterben zu müssen. Dieser Kelch möge von ihm genommen werden, sondern den Willen des Vaters auf Golgotha vollenden zu dürfen. Jesus rang nicht mit dem Gottvater, sondern mit Satan, dem Elohim, also Gott Esaus, der in Gethsemane den großen Hirten der Schafe in den Tod geben wollte. Gemäß Hosea 12, die Verse 4 bis 6, kämpfte auch Jakob nicht gegen Gott, sondern gegen einen Elohim-Engel. Den El Bet-Els, Yahweh, den Gott der himmlischen Heerscharen, rief Jakob hingegen währenddessen weinend um Gnade und Beistand an. Ebenso wie der Gott Israels auf der Seite Jakobs stand, richtete sich der Gottvater in Gethsemane nicht gegen seinen ihn anflehenden Sohn. Jesus kämpfte mit Gott gegen einen anderen Gott. Lukas 22, 42 bis 44 und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Hosea 12, die Verse 4 bis 6. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bet-El hat er ihn angerufen und dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, der Gott der Heerscharen, dessen Gedenkname Herr ist.